Ja, herzlich willkommen zurück bei Mo spielt Eleanor Part 5. Und ich denke, wir sind hier fertig und fahren jetzt einfach mal zur Frau von Adrian Black. Mein Partner kann auch fahren. Weiß nicht, ob wir das jetzt einfach mal machen. Ja, ich denke schon, ich bin gerade ein bisschen You can drive. faul. Ist nicht And where exactly are we going? Wohnsitz der Blacks. So, jetzt lass du mich am besten noch einsteigen und dann ist alles super. Da kommt erstmal ein wunderschöner Ladescreen. Oh yeah. Genau das wollte ich. Eigentlich nicht. Aber gut. Ah, jetzt sind wir da. Wohnsitz der Blacks. 11:27 am Morgen. Wobei AM nicht am Morgen heißt. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ja, du bist doch einfach nur faul. Just a minute. Okay, ich warte. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay, gerne komme ich rein. Margaret Black haben wir kennengelernt. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Instaheat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Okay. Let's check the place out. Gut. Ist die Frage, wo wir jetzt als erstes hingehen? Have a good look around. There's got to be something in here to go. Erstmal. Hier würde ich. Wo? Ah, eine neue Zeitung. Irrenarzt Fontaine bietet gestört Veteranen Hilfe an. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Der ist sehr komisch. Aber so richtig. Hier war noch was. Nee. So who brought this home? Kavanaugh's Bar, Kalifornien. Maybe Adrian was a patron. R and I should have an address. Der Erkennungsdienst kann dir bei deinen Anfragen helfen. Kontaktiere den. So viel dazu. Gerade so ein bisschen Gegenlicht im Zimmer. Aber ich sollte es irgendwie hinbekommen.
Oh, wo bin ich denn hier? Was gibt's denn? Ah, Bügeleisen. Scheint nicht allzu interessant zu sein. Und Oxidol. This isn't what we're looking for. Ach komm. Dann gehe ich halt wieder. Hier auf dem Küchentisch liegt doch was. Insta-Heat. Der neue automatisch gasbetriebene Wasserboiler. Ja. Und so weiter. Ja, dann schauen wir uns doch dann gleich mal an. Den Wasserboiler. Insta-Heat-Kunde Adrian Black. Datum 4.1.47, Adresse 620 Bunker Hill Avenue. Insta-Heat Modell 12, Gaswasserboiler $82.50, bla 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 bla. Gut. Scheint jetzt nicht allzu. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ja. Dann schauen wir uns doch mal außen um. Küche war ich. Blumen. Extrem interessant. Ah, hier. No use leaving the thing half finished. Nicht wirklich, da hat er recht. Hier passt es nicht wirklich rein. Ja, hier sieht es doch gut aus. Ne? Hier. Ja, sieht doch gut aus. Nehmen wir das nächste Teil. Na, hier sieht es doch gut aus. Ja, perfekt. Hier nochmal so ein Heil. Ah, hier. Ja. Und das hier müsste hier reinkommen. Da fehlt was. The pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Die Frau? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die hat nicht das typische Profil eines Mörders, habe ich das Gefühl. Aber wir schauen uns jetzt noch ein bisschen innen um. Würde ich vorschlagen. Denn ich weiß, dass es hier auch noch was gibt. Ja, hier Schlafzimmer. Ups. Ich habe was gespürt. Hier. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Ein Bild von ihm. Drücke A, um einen Gegenstand weiter zu untersuchen. To my Adrian. An meinen Adrian. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ja, Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Absolut. Und was ist das? This must be Adrian's. Stencil. Stencil. So the glasses are a match. Ja. Hier war noch was. Ah. Pacific Northwest Railroad von Los Angeles nach Seattle. 3. Dezember 46. Okay. Used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Anscheinend. Wird ja echt wirklich richtig spannend. Hier in dem Zimmer ist vielleicht noch was. Sieht aus wie ein Gästezimmer.
Nein. Ich nehme mal nicht an, dass hier was fehlt. Oder, also was heißt fehlt? Ich könnte, hier war doch ein Telefon, ja genau. Da rufe ich einfach mal beim Erkennungsdienst an, wenn das geht. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Vielen Dank. Dann befragen wir mal die Dame. I'm all right now, Detective. Okay. Ich gehe noch mal meine Beweise durch, weil sonst kann ich mich vertun. Verlassenes Fahrzeug, Blutflecken. Quittung für ein lebendes Schwein, blutiges Rohr, Geldbeutel, Brille, Kavanaughs Streichholzbrief, Instaheat-Broschüre, Instaheat-Rechnung, Wasserboiler, versteckte Nachricht, Brillenetui, Zugticket. Gut. Schlachthausquittung. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ich glaube, das ist die Wahrheit. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Mhm, Streichholzbrief aus Kavanaugh's Bar. Your husband frequents Kavanaugh's Bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Sieht auch nach der Wahrheit aus. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Das würde ich mal so nicht glauben. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Die sind aber hier, da man die Wahrheit ist unglaublich. So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. Mhm. Alibi für Mrs. Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ich denke, das ist wieder die Wahrheit. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Foto unterschrieben mit Nicole. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Die guckt irgendwie so komisch. Aber ich weiß nicht. Ja, ich sag mal, das ist eine Lüge. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Anscheinend nicht, denn es gibt ja eine versteckte Nachricht. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her?
I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. Mm-hmm. I only want to know that he's safe. Und was ist mit der Stenzelbrille? Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Das ist, glaube ich, die Wahrheit. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. It looked terrible. Gut. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Plus 30 Erfahrung. Gut. Und ich würde sagen, für diesen Teil von Mo spielt, hätten wir es dann auch wieder geschafft. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.